Lieben, hallihallo, wir starten mal wieder in Südsüßern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Stream, das Community-Event in München, Your Turn, Civilization Live, war gestern. Wenn ihr das Video hier schaut am ersten Tag, wo es auch rauskommt, nämlich am 1. Dezember, dann war am Vorabend unser Civilization Livestream mit Spielern aus unserer Community zu Gast bei 2K. Hat es euch Spaß gemacht? Wenn nicht, Aufzeichnung gucken, die kommt, wenn alles gut klappt, am heutigen Tag, am 1. Dezember abends. Ich selber nehme das viel, viel früher auf. Das heißt, ich werde in dem Augenblick, wo ich das hier sage, bin ich Tage vorher in Köln und stelle mir vor, wie am 1. Dezember, wenn ihr dieses Video hier schaut, tagsüber, wie ihr dann euch darauf einstellen könnt, dass am Abend dann die Aufzeichnung kommt von dem Stream, der am Vorabend gelaufen ist. Also sowas Ähnliches halt in der Art. So, jetzt aber weiter im Text. Ich starte deshalb mit Südsüße, weil ich euch nicht nur so verrückte Raumzeitgeschichten zwischen die Ohren setzen wollte, sondern um mal eine Kleinigkeit zu korrigieren. Wir müssen das Archäologische Museum vorziehen. Denn das braucht 4 Runden. Und wir brauchen das wiederum, um einen Boost zu bekommen. Der Kolonialismus ist in einer Runde fertig. 6 Runden Naturgeschichte. Den Booster verbrauchen wir. Das heißt, 2 Runden etwa geht es schneller, wenn wir ein archäologisches Museum gebaut haben. Damit das alles zeitlich hinhaut, genau, brauchen wir ein archäologisches Museum. Hier soll es entstehen, hier geht es am schnellsten. Das muss ich nur aufklären vom letzten Mal. Da habe ich mich wirklich verguckt. Ich habe mir mal alles angeschaut. Wir wollen ja einen Händler zu den Ägyptern rüberschicken. Und ganz ernsthaft, obwohl das hier, die Ägypter hier nur einen Katzensprung, einen Katzenwurf, einen Steinwurf, einen Katzensprung, wirft man Katzen. Ich glaube, man wirft die Katzen nicht, man wirft die Steine und kuschelt mit den Katzen. Irgendwie sowas in der Art. Also obwohl die Ägypter nur vor der Haustür sind, nämlich hier unten, können wir von hier aus dort keinen Händler hinschicken. Ernsthaft. Sondern nur, man höre und staune, ich habe es echt überprüft, von der anderen Seite aus. Von klugen Korallen aus geht es hier so quer rüber und aus irgendeinem Grund klappt das hier hin, das haut hin. Muss irgendwie mit den Seestrecken zusammenhängen, ich habe es mir nicht im Detail angeschaut. Auf jeden Fall, das klappt, das kann man überprüfen über diesen Bildschirm rechts oben, die Handelswegübersicht und hier über die verfügbaren Wege. Und von klugen Korallen aus ist das am besten, da kriegt man ordentlich Gold, kann die Stadt mit Nahrung und Produktion boosten, habe ich mir alles angeguckt. Das macht mir Sorgen, der Disputant hier. Ich hoffe, die KI wird mit dem Disputanten nicht disputieren, sondern missionieren, das ist meine Hoffnung. Aber ob die sich darauf einlässt, ich weiß es nicht. Wir haben das goldene Zeitalter direkt vor der Tür. Die kann sich auflösen und eine Beförderungsstufe geben. Wisst ihr was? Die Beförderungsstufe würde ich ja gerne dann verpassen. Der Flotte, die wir damit kreieren. Das wäre doch cool, oder? Zuerst die Flotte bilden und damit hinterher und dann die Beförderungsstufe. Geiler Plan, das machen wir. Damit geht's rüber. Damit geht's hier hin. Mit dem Inquisitor verteidigen wir nicht Taupiri, sondern Stein auf Stein. Sir Francis, den lösen wir noch gar nicht auf. Ja, bilden wir mal eine Flotte. Kommt nicht nur ein Schiff von hier angeflogen, nein. Hier warten wir ab bis zum nächsten Siedler. Oder wir ziehen mit dem Kollegen schon mal hier runter, hier rüber. Hier kommt ein Steinbruch. Ach, was wir machen können. Nächste Runde fällt ja die Handwerkerkarte weg. Den hatten wir hier schon gekauft. Nächste Runde können wir hier in klugen Korallen, dann kommt das Geländefeld dazu, genau. Dann können wir hier nochmal einen Kulturschock kreieren. Und der Kollege macht, glaube ich, nur ein Nickerchen hier. Hier entsteht dann eine Runde einer. Hier greifen wir erstmal niemanden an. Alle eine Runde aussetzen, bitte.
mache hier niemand fertig, bevor nicht der Epochenwechsel da war. Ach, wir warten mal hier vor Ort. Ja, und der Kollege, ein Weizenvorkommen, das gebaut, ein Marmorvorkommen, das repariert werden muss, aber in einer Runde haben wir ja einen Handwerker. Der macht ja auch ein Päuschen, bitte. Da warten wir, bis der Siedler kommt. Ab ins Wasser. Der Guru hat schon seines Amtes gewaltet und ihn ein bisschen geheilt, aber das ist alles sehr, sehr doof hier. Eine Runde weiter und wir werden ein bisschen Apostel gucken machen. Kein Whale Watching, sondern ein Apostel Watching, ein Disputanten Watching betreiben wir jetzt. Den halten wir im Auge, den Disputanten hier, den Schurken. Na toll, erstmal weg und woanders hin. Eine letzte Aktion, was haben wir mit dem denn? Gar nicht. Ach so, den könnten wir mal wieder Running Gag hier rüber schicken, ne? Ach komm, das machen wir. Dem wollten wir hier unten hin zu der neuen Stadt demnächst. Der hat sich hier die Seide geholt oder hat sie sich noch nicht geholt? Das ist nicht in unser... Ach, bin ich doof. Das ist noch nicht in unserem Territorium. Jetzt aber... Ein Blick vorher. Teils begeistert, teils glücklich. Und eine Plantage, bitte. Und das ist... Zack! Unser erstes Seidenvorkommen. Das zweite holen wir uns gleich ein Stückchen weiter im Osten. Nämlich mit ihm jetzt gleich in der nächsten Runde. Und dann können wir eines verscherbeln. So, jetzt geht es aber wirklich eine Runde weiter. Und wir beobachten, wie gesagt, dieses Kerlchen hier. Oder diese vier Kerlchen. Vier Disputanten, die herumgammeln vor den Toren unserer schönen Städte. Nein, sie missionieren. Ob das so clever ist. Aus unserer Sicht, ja. Aus deren Sicht, weiß nicht. Irgendwo ist ein Weltwunder gebaut worden. So, so. Man sollte nie vergessen, dass Politik, Kolonialismus, Imperialismus und selbst der Krieg dem menschlichen Gehirn entstammen. Die Karte ist potenziell cool. Kolonialsteuern für alle Städte, die nicht auf unserem Heimatkontinent sind. Ein Viertel mehr Gold, 10% mehr Produktion. Wir haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, 14 Städte und ich glaube 6 auf anderen Kontinenten. Geografisch, da gibt es ja so eine Kontinentlinse. Klingt cool, aber das sind fast alles Städte, die wir erst jüngst gegründet haben. Die sind nicht sehr bevölkerungsreich. Ob das so viel bringt, vielleicht finden wir coole andere. Wir könnten uns noch überlegen, ob wir noch einen Handwerker auf Vorrat kaufen. Solange wir die Handwerkerkarte noch haben. Gleich passiert was Schönes. Ein Boost hier. Ein Kulturschock. Wir könnten hier oben einen auf Vorrat kaufen. Mit dem dann hier runterziehen. Ja klar, das können wir machen. Weil der hat hier dank Liang gleich 6 Aktionen. Und jetzt gehen wir hier rein und entfernen die Handwerkerkarte. Jetzt ist die Frage, also am klügsten wäre es natürlich endlich mal so viele, richtig viele Militäreinheiten zu bauen, weil im Augenblick gilt noch die Weltkongressresolution und das nur noch etwa 14 Runden, dass man 50% mehr Produktionspunkte bekommt, wenn man Militäreinheiten baut. Aber wir haben so viele schöne andere Dinge, die wir im Augenblick bauen, die uns auch was nützen.
Annehmlichkeiten immer gerade durch die Seide fett bekommen. Wir brauchen nicht zwingend eine Annehmlichkeitenkarte. Wir könnten Geld sparen, hier durch den Einheitenunterhalt. Ach, wir könnten auch einfach wieder auf Nummer sicher gehen und die Wissenschafts- und Kulturhandelskarte. Ach, die ist ja hier oben. Die ist da schon. Okay. Die ist schon drin. Annehmlichkeiten brauchen wir nicht. Geländefelder billiger kaufen, das bringt's, glaube ich, auch nicht so sehr. Mal alles durchchecken. 4 Gold und ein Glauben für alle Handelswege, das wird schon satt was bringen. Das wäre die sichere Variante. Stadtmauern müssen wir bauen. Aber wir können, aber die Einheiten haben Vorrang vor den Stadtmauern. Wegen des Weltkongresses und der Befristung, der Resolution. Die Karte hatten wir ursprünglich drin, Veteranenstatus, damit wir die See, die Schiffswerften schneller bauen können, aber das waren nur wenige Städte. Das war die Karte für die Schiffe. Würden wir denn jetzt viele Schiffe bauen innerhalb der nächsten wie viele Runden? Fünf Runden. Ja, das stimmt doch nicht ganz. Hier unten entsteht das Archäologische Museum. Das wird in 3 Runden, okay, dann passt doch, 3 Runden fertig, dann kommt der Boost, dann bekommen wir 2 Runden geschenkt. Das passt. Also hätten wir in 3 Runden den Wechsel. Was machen wir in 3 Runden? Was bauen wir in 3 Runden? Wir bauen in 3 Runden keine Schiffe. Wenn wir nicht machen. Wir bauen andere Sachen derzeit. Ja, dann lass uns doch diese Gold-Geschichte machen einfach. Gold und Glauben, bitte. Ja, das, so tun wir das. So machen wir das hier. Im Augenblick plus 452, damit kommen wir doch locker über 500. Wäre das das erste Mal? Könnte gut sein. 503, cool. Und das nicht mit den Mali. Taj Mahal fertig. Ein Wohnraum benötigt in Kupes. Kano, okay. Da müssen wir nachher mal die Liang hinschicken, damit sie hier ein paar Aquazuchten baut. Ja. Was wir machen könnten, wenn das hier eh so lange dauert, haben wir eine reine Nahrungskarte, die nicht, nee, alles bringt schön viele Produktion hier. Wir könnten die hier abziehen, die hier, könnten die hier hinpacken. Es bringt aber, glaube ich, auch nur 2. Was produziert ein Bürger denn hier drin? Produziert der ein auch einen großen Ingenieurspunkt eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Also, ein Punkt, großer Ingenieur pro Runde, das ist klar. Und wenn ein Bürger dort arbeitet, Bürgerträge, nur 2 Produktionen mehr. Das heißt, wir haben jetzt eine Produktion durch 2 Produktionen ausgetauscht. Das ist ja unfassbar spannend. Nee, ist es nicht. Also, dann, das ist Quatsch. Nee, komm. Das lassen wir sein. Schiffswerft fertig. Das bringt drastisch Produktion hier. 4. 4, aber auch für die Felder drumherum ein bisschen was. Ist schon hilfreich. Was kommt als nächstes? Theaterplatz. Runden, meine Güte. 4 Gesandte. Jetzt rappelt's aber. Jetzt packen wir einmal, zweimal, 3 hier hin. Und haben jetzt drastisch mehr Kultur. In jedem Museum, ich glaube, wir haben 3 Museen, 2 Kultur mehr. Naja, drastisch mehr wären dann 6 Kultur mehr. Machen wir so. Haben wir jetzt auch schon gemacht. Oh, die brauchen jetzt schon Wohnraum. Naja, aber in einer Runde ist der Hafen da. Und dann können wir einen Leuchtturm bauen oder kaufen. Dann haben wir 2 Wohnraum mehr. Mit ihm wollten wir hier rüber.
Nein, haben die vor unserer Nase eine Stadt hier hingesetzt. Wie sieht's denn hier aus mit der Kultur? Mit der Loyalität, die wächst. Ach, das ist schade. Jetzt haben die uns die Stadt vor der Nase weggeschnappt. Na, das ist bitter. Ist halt so. Können wir jetzt nicht ändern. Der Gouverneur erzeugt jetzt schon plus 8 Loyalität. Sonst wird die Stadt nämlich kippen. Das heißt wiederum, wenn wir jetzt noch eine Stadt hier hinsetzen und die Städte schnell wachsen, kann es sein, dass auch Trabzon irgendwann kippt, dass der nicht dagegenhalten kann. So, wir könnten hier angreifen. Aber er kann uns nicht angreifen. Wir könnten ihn schwächen, aber das ist vollkommen witzlos. Er kann uns nicht angreifen, weil wir in der Stadt dran stehen. Wir könnten ihn angreifen, aber er ist ein Disputant. Wir haben keine Schnitte. Wir können das alles nachher einfach wieder wegmissionieren hier. Weginquisieren. Also wenn wir ihn wieder aushalten wollen, dann muss er doch oben hin. Wir ziehen ihn in die Stadt rein. Genau, da kann ihm keiner was. Alles gut. So, und mit dem Apostel geht's ins Wasser. Mit dem setzen wir einfach nur eine Runde aus und beobachten mal alles. So, um einen Stein vorkommen, bitte. Zack. Und hier die beiden. Oh. Klassik und Mittelalter, die kann man nicht... Ach, das ist ja ein Ding. Die kann man noch nicht mal als Verbund bewegen, weil Gaius Dulius zu einem anderen Zeitalter gehört. Noch nicht mal das. Das ist ja krass. Das heißt, man kann nur klicken auf Flotte bilden, aber nicht mit der Karawelle. Lieber mit der Fregatte. Mit dem Inquisitor, oh lala, erstmal rein in die Stadt. Die wollen die echt die Stadt ist schon umgedreht, aber die können wir gleich befreien. Schaut mal. Die schmeißen wir gleich alle wieder raus. Die sollen ruhig nur ein bisschen weiter missionieren. Lagerfeuer, ein Händler. Wo ging es denn vorher hin? Oh Gott. Jetzt muss man ganz runter scrollen, um sich das anzeigen zu lassen, wo es vorher hinging. Wird gar nicht angezeigt. Ist das ein neuer? Ach, das ist ein neu gebauter. Mal schauen, mit wem haben wir denn alles Handelswege? Chandragupta, Genghis Khan, Peterchen. Wen noch fehlt, sind die Ägypter. Aber da hatten wir ja schon jemand hier hingestellt. Diesen Händler hier. Dann geht es jetzt so rüber zu den Ägyptern. Genau. Oh, cool. Plus 17, plus 4, plus 3. Das ist ja cool. 5, 3. Super. Heftig. Da kann man aber ordentlich mit wachsen. Nahrung und Produktion en masse. Da kann die Stadt schön noch produktiver werden. Machen wir doch. Ja. Wir brauchen aber irgendwann ein Wohnraumfeld, ne? Sonst läuft ja gar nichts. Aber noch geht's. Das
ist schon heftig. 17,34 tut der Stadt gut. Ja, und die anderen. Wir haben viel mehr kulturelle als naturwissenschaftliche Forschung. Das heißt, wir könnten auch wieder rüber zu den Kollegen Osmanen. Das bringt auch nicht viel, die nur 4. 4,13. Welche haben noch keinen Händler? Die Inder, die Russen, die Nubier haben noch keinen und die Skythen haben noch keinen. Beim Kultursieg liegen die Nubier und die Skythen dicht hintereinander auf Platz 4 und 5 und das ist eher ziemlich mau hier. Die liegen alle hier gleich, ach, 4 und 5. Das ist alles ganz kläglich. Dann lass uns doch zu den Skythen mal einen schönen Handelsweg suchen. Die liegen doch direkt um die Ecke. Einen Skythenweg bitte. Das sind die Skythen hier, ne? Ja. Scrollen wir mal an den Beginn der Liste. Das sind wahrscheinlich die besten Ergebnisse. Oh, plus 22 Gold. Ja, 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 ja. Gut, 23, 22, 28, nee, 24. Alles schön und gut. Wissenschaft gibt es auch ein bisschen, da kann man sich nicht beklagen. Das ist ein kurzer Weg nach Pokrovka. Pokrovka liegt hier. Hin und zurück, 34 Runden. Oder etwas mehr, 17 ist die direkte Anzahl der Geländefelder. Das machen wir. Also, rüber bitte zu Kluge Korallen. Und einen Boost bitte. Immer wieder eine Freude. So, was war mit dem Kollegen? Hier, da gibt es auch einen Boost. Na, da geht's mal sofort rüber. Den Bernstein importieren wir, glaube ich, bereits von Süleyman. Genau, von Süleyman. Aber da können wir demnächst auf den Import verzichten, wenn wir das Feld anschließen. Ja, hier warten wir noch ein Weilchen ab. Einmal reparieren, bitte. Einmal Seide, nein, zweimal Seide, das zweite Seide vorkommen und zack. Und da wollen wir gleich mal gucken, wie wir das andrehen können. Seide zu verkaufen, Seide zu verkaufen. Wir sind die einzigen, die Seide verkaufen. Da sollten wir doch irgendwas Sattes abräumen können. Wir bekommen Kaffee. Gibt es irgendjemand, der was hat, das wir nicht haben? Färbemittel. Wir haben kein Färbemittel. Da könnte uns der Chandragupta Färbemittel andrehen. Aber holla, natürlich. Das, schaut mal, haben wir echt alles andere schon? Alles haben wir, bis auf Färbemittel. Cool. Wir haben alle Luxusgüter, die überhaupt gibt auf Welt. Außer Färbemittel. 4 Stück hat Chandragupta. Mein Bestester. Mein Guter. Mein Allianzpartner. Mein Blutsbruder. Mein lieber Turbanträger. Ja, ihr seid ein kultivierter Mann, der, wie ich sehe, Haute Couture trägt. Vielleicht einen Seidenturban in Zukunft? 4 Gold für 30 Runden. Ja, ich hatte mir gedacht, vielleicht das hier. Hm, wie wär's? Einmalig 16. Na, holla, gar kein Thema. Das, wisst ihr was, da gebe ich ihm sogar, das sollte für ihn etwas mehr sein, ein Gold die Runde. Genau, das freut ihn.
macht ihn glücklich. Dann strahlt er uns noch mehr an. Ein Gold alle 30 Runde. Baumwolle haben wir. Haben wir Baumwolle? Ich glaube, er liefert uns Baumwolle. Liefert er uns Baumwolle oder nicht? Er lieferte uns zumindest bis vor kurzem Baumwolle. Ich glaube, wir haben Baumwolle. Aber nicht mehr lange. Noch 7 Runden. Ach, das reicht. Komm. Hier sind wir wieder. Hallo Chandra. Chandra Gupta. Darf ich dich Chandra nennen? Ach, ich glaube, man darf ihn Chandra nennen. Er mag das. Ja. So. Wer ist noch mit ein paar Pferdchen? Er hat anscheinend gar keine mehr. Oh, er hat auch gar kein Gold. Ah, hey, er hat gar kein Gold. Eisen? Nicht mal eins. Geizkragen! Ja, aber jetzt vielleicht das... Ach, er liefert uns jetzt schon das Baumwollvorkommen, was demnächst ausläuft. Gehen wir ihm dafür... Ja, das ist doch super, das ist doch perfekt. Schieben wir ihm kein Geld drüber, Pferde haben wir im Übermaß, was soll's. Klasse. Ja, so machen wir das. Hat er sonst noch schöne Sachen? Irgendeine Stadt? Die wird er uns nicht geben. Alles gut. Ja, danke. Wie der immer mit den Ärmchen wedelt. Das mit den Pferden, das triggert mich jetzt. Können wir anderen Leuten auch noch Pferde verkaufen? Nur ihm. Aber er hatte ja kein Geld mehr. Thumyris braucht dringend Pferde. Vielleicht können wir ihm nächste Runde schon wieder neue Pferde verkaufen. Habe ich nächste Runde gesagt? Habe ich das? Ich meinte nächste Folge. Vielleicht verkaufen wir ihm nächste Folge schon wieder neue Pferde. Also wenn alles so läuft, wie ich es geplant habe, wird heute Abend für euch, also in einigen Tagen für mich, die Aufzeichnung vom Münchner Multiplayer-Event freigeschaltet werden. Irgendwie was in der Art, genau. Montag, morgen Abend, 2. Dezember, Patreon-Livestream, der erste Multiplayer-Stream unserer Hauptsponsoren und Mäzene auf Patreon mit mir zusammen. Worms Revolution, wir verlosen jede Menge, Powered by Games Planet, wir verlosen jede Menge Keys. Und zwar von Worms Revolution, so ein etwas älteren, sehr spaßigem Rundentaktikspiel mit Regenwürmern. 2. Dezember, Montag, 2. Dezember ab 20 Uhr. Nochmal ein Community-Stream, quasi zwei hintereinander, mit den Patrons und den Mäzenen und mit euch ab 8 Uhr.